Was für eine Erfahrungspunkte-Eskalation. Der Staralili Community Day und auch ein paar andere Dinge sind hier noch passiert. Ich habe natürlich von diesen Pokémon, die man nicht so benötigt, die nicht so relevant sind, habe ich ordentlich viele Hunderter. Ein Hunderter werde ich sogar noch fangen. Ich pushe jetzt eines und entwickle noch eines für die Attacke. Und, jo, ging ordentlich ab. In Australien gab es diesmal einen positiven Fehler. Nach 14 Uhr sollte das Ganze ja enden. Mit den Bonus-Rate-Stunden kann man sich dann noch Staralili dazu verdienen. Doch es ging einfach weiter in den ersten Zeitzonen und die haben ganz normal noch ihre Staralili bekommen. Das war mal eine positive Sache, wo die normalerweise immer über Fehler klagen müssen. Ich meine, das war auch ein Fehler, aber mal ein guter. Dann um 11 Uhr, Punkt 11 Uhr, hat es bei mir Konfetti geregnet und das war wohl auch bei anderen Leuten so. Windstoß haben wir als Attacke. Genau, die Event-Exklusive kann man verwenden, muss man aber nicht. So, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brauche ich für die Spezialforschung. Es gab durchgehend diesen Vierer-Bonus. Ich spiele so gut wie durchgehend mit dem Schnellfangtrick in so einem Event und habe die EP nicht immer gesehen. Doch Konfetti war wirklich, lasst mich nicht lügen, 308, nö, durchgehend am Start. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, dass zum Beispiel die Lock-Module sich auch vor Eventbeginn aufladen konnten, unter Anführungszeichen aufladen, also dass man eben, wenn man genügend dort gefangen hat, direkt für 11 bis 14 Uhr den Bonus freigespielt hat oder eben für die nächsten 30 Minuten dann. Doch das hätte ich nicht erwartet, weil ich laufe ja eher immer auch an Orten rum, wo nicht so viele Lock-Module am Start sind. Ich habe 45 schillernde Staralili absahnen können von 11 bis 14 Uhr. Wieso gebe ich nicht eigentlich einfach und 3 Sterne noch dazu ein? Was? Ich hab... Das finde ich gerade ganz wild. Ich habe nur ein Shiny Staralili mit 3 Sternen bekommen. Bei 45 Shinies. Okay, wir hatten keinen Wetterboost, aber das ist ja mal ganz krass. Es gibt den Shiny 3 Sterne Pokédex. Muss man nicht machen, aber wenn ich eines entwickle, dann nehme ich das mit 3 Sternen. Wow! Na gut, also 45 Shinies habe ich. Ich habe 1091 Staralili gefangen. Das ist auf jeden Fall eine Top-Quote. Damit kann man zufrieden sein. Ein 3-Sterne-Shiny nur. Das hätte ich echt nicht erwartet. Krass. Aber mir gefallen diese Shinies, die so ein bisschen dezent sind. Gar nicht so einen riesigen Unterschied dann ausmachen. Dann mache ich jetzt noch die Spezialforschung fertig. Muss ein paar Staralili fangen. Und die befinden sich in meinem Quest-Stapel. Denn es gibt diesmal wieder, beziehungsweise, Moment, bevor ich die einblende, es gibt wieder die andere Spezialforschung. Doch ich habe 7,78 Millionen Erfahrungspunkte gemacht und die fabelhaften Würfe, die laufen locker flockig aus der Hüfte mittlerweile nach all diesen Fängen. Ich habe 5 Freundeslevel-Ups auf Hyperfreunde gehabt. Keinen neuen besten Freund oder beste neue Freundin. Bedeutet, wir ziehen 500.000 Ups, sind wir bei 7,2 Millionen EP. 7,2 Millionen EP. Nur durchfangen. Ich hatte durchgehend ein Glückseier, das muss man sagen. Also 6 Glückseier. Und da ist ein Hunderter, meine Damen und Herren. Jawohl. 7,2 Millionen. Wenn man das durch die 1113 Fänge dividiert. Ich weiß, Pokestops und andere Dinge geben auch EP. Doch dann kommen wir auf 6.469 EP in etwa pro Fang. Das ist krass. Das ist wirklich für die Erfahrungspunkte das Beste, was man machen kann. Jo, noch so ein Hunderter. Ich weiß nicht, soll ich das? Ich habe so viele davon. Komm, entwickeln wir auch noch. Entwickeln wir hier auch noch. Ich muss sowieso noch 3 Staralili entwickeln. Manchmal werde ich gefragt so, hey, ich bin neu, kehre wieder zurück, wie kann ich am besten EP sammeln? 2 Antworten, Freunde und fabelhafte Würfe. Auch ohne Event, einfach nur mit einem Glücksei, gibt auch jeder fabelhafte Wurf 2000. Da kommt nichts dran heran. Ich weiß, fabelhafte Würfe sind nicht so einfach zu treffen. Doch
seit das verzehnfacht wurde, das war ja früher 100 EP waren das für einen fabelhaften Wurf. Und seit der großen EP-Überarbeitung 1000 EP. Und in dem Event mit Viererbonus fast 10.000 mit allem drum und dran. Einfach nur heftig, mir fehlen die Worte. 7 Millionen, da hat man früher monatelang entwickelt dafür. Genau, die Spezialforschung, die hat sich bei Capuno ja geändert, wo andere Aufgaben da waren. Also monatelang immer dieses Muster, 10 Power-Ups, 15 fangen, dann nochmal 15 fangen und so weiter. Und bei Capuno erstmalig was anderes, keinen Rocket-Radar, der 200 Münzen kostet und paar andere Änderungen. Und nun wieder beim alt gehabten Muster, zwei Rauchwand drin, ein Glücksei, ein Rocket-Radar. Also wenn man das in Pokémünzen so umrechnet, dann auf jeden Fall für einen Euro sehr gut, falls man dieses ganze Zeug auch benötigt. Ja, keine Ahnung, mit diesen Boxen und hin und her und das und tralala. Es wird sehr viel herumgetestet. Ich fühle mich so, als wären wir gerade Versuchskaninchen und keine Ahnung. Aber gut, so viel zur Spezialforschung. Und die Hyperbälle habe ich auch ein bisschen verbraten, immer für die ab 400 WP eigentlich schon. Na so, Spezialforschung fertig. Hier auch noch ordentlich was bekommen. Na und wir fangen vermutlich noch ein... Oh, Staravia ist es hier diesmal schon. 530 WP, also das mal zur speziellen Spezialforschung. So, hier rundherum bei mir tauchen wohl auch gerade Staralili auf. Nach 14 Uhr haben wir einen Staravia-Raid gemacht. War zu zweit machbar. Der Capuno, also der Duodino-Raid, hatte 15.000 KP und Staravia hat man wohl auf 9.000 so in etwa runtergesetzt. Also war ein bisschen einfacher, doch im Endeffekt nicht so einfach unterm Strich, weil ja, oh, großartige Würfe hintereinander, was mache ich denn? Na, weil ja, Duodino, da waren beide Typen schwach gegen einen Typen. Dadurch richtet man mehr Schaden an und bei Staravia war das zum Beispiel nicht der Fall. Man hätte es mit der Berechnung vielleicht sogar ganz knapp solo schaffen können, mit ein paar Krypto-Pokémon oder Mega Aerodactyl, sowas in der Art. Das war bei Duodino nicht ganz so möglich, oder? Konnte man den Raid solo bezwingen? Glaube nicht. So, ich muss noch von Ri aufnehmen. Doch, man muss natürlich auch sagen, nur weil ja, man den Raid packen kann und danach diese Staralili freispielt und so weiter, das kostet ja jedes Mal einen Raid-Pass. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, als ob man die dann gratis bekommen würde, die zusätzlichen Stunden. Und die ganzen Boni hat man eben nicht, die EP. Dann die Feldforschungen hat man nicht, die Bonus-Bonbons hat man nicht. Es geht wohl vorrangig darum, wer zwischen 11 und 14 Uhr keine Zeit hat, kann zumindest mit einem Raid-Pass durch den Einsatz eines Passes dann noch das Shiny freispielen, sage ich mal. Vielleicht in der halben Stunde im Radius hat man dann das Glück, ein Shiny zu bekommen. Dann entwickelt man, hat alle Shiny-Decks-Einträge und fertig. Doch ansonsten zwischen 11 und 14 Uhr spielt die Musik. Wo in der Regel die Eltern vielleicht am Kochen sind, sich um die Kinder kümmern und so weiter. Aber ja, das Thema haben wir schon durch mit 11 bis 14 Uhr. Nicht alle sind so flexibel wie zum Beispiel ich. Okay, Staraptor, 1200 WP. Hätten wir auch noch mitgenommen. Spezialforschung erledigt. Jetzt wollte ich gerade sagen, 22 Shaman-Sticker? Nö, das ist erledigt. Alles ist erledigt. Ich bin gar nicht so erledigt, muss ich sagen. 13,3 Kilometer normalerweise. Ja, doch. Habe ich immer so viele, aber eher so in Richtung 15 bis 16. Doch ich habe schon gemerkt, dass ich etwas langsamer gehe und mich etwas mehr beim Fangen bemühe. Ansonsten, ich werfe einfach irgendwie, ist mir völlig egal. Ich will einfach nur ganz viele Pokémon fangen. Vor allem, wenn es Bonus-Sternenstaub und so gibt. Doch, wenn sich der Bonus danach richtet, wie gut trifft man, dann will man sich bemühen und dann dreht man auch noch eine Runde länger. Dass man hier dann garantiert einfach fabelhaft trifft für fast 10.000 EP. Das ist so krass. Das ist so krass. Früher sind wir mit Glücksei gesessen, 10 Pokémon entwickeln für 10.000 EP und jetzt zack, zack, zack. Also mittlerweile gibt eine Entwicklung mit Glücksei 2.000.
ja, war trotz, ich sag mal, mickrigem Pokémon oder trotz Pokémon, welches nicht so viele Leute gefeiert haben, wie zum Beispiel Kapuno, logischerweise, hatte ich riesigen Spaß, neues Shiny, ordentliche P abgesahnt, war eine kleine Herausforderung, immer die fabelhaften Würfe zu landen. Ich glaube, ich werde in diesem Video nicht wow einblenden, nicht weil es zu viel Arbeit ist, aber bei so vielen fabelhaften Würfen, okay, mit Absicht jetzt nicht getroffen, dass der Daniel nicht wow einblenden muss, bei so vielen fabelhaften Würfen ist das irgendwann nervig. Jetzt kommt noch die Spezialforschung mit Ri. Und ansonsten soll es das mal für die Folge gewesen sein. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Der Schilling, Alter. Grüße, Pokémon-Trainer. Du kommst zu einem günstigen Zeitpunkt. Es wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Ich fange gerade erst an, mich mit den Geräuschen dieser Welt vertraut zu machen. Das Rascheln der Blätter, das Rauschen der Wellen. Aber heute höre ich ein neues. Da! Dieses laute Schnattern und Aufwirbeln der Luft. Ist es eine Art Naturphänomen? Du glaubst also, dass es durch Pokémon hervorgerufen wird? Faszinierend. Ich bin erpicht, darauf die Ursache zu ermitteln. Lass uns fortfahren. Die vielen Staralillis sind also die Quelle dieses Lärms. Trotz ihrer kleinen Statur schlagen sie äußerst kraftvoll mit den Flügeln. Und wenn sie einen Schwarm bilden? Ich möchte nicht das Ziel ihres Unmuts sein. Die Stärke einer so kleinen Kreatur ist ein Wunder. Und ich vermute, dass diese Stärke nur noch zunehmen würde, wenn sie sich weiterentwickeln würde. Die Entwicklung beeinflusst Pokémon auf so wunderbare Weise. Wie wird sich Staralili deiner Meinung nach verändern? Es erhält doch nicht etwa einen zusätzlichen Kopf, oder? Nach unseren Erfahrungen mit Kapuno kann mich wenig überraschen. Trotzdem würde ich diese Veränderung gerne selbst erleben. Staravia ist zwar kein zusätzlicher Kopf gewachsen, aber es ist größer geworden. Meine ersten Beobachtungen deuten darauf hin, dass auch Staravia dazu neigen, sich in großen Gruppen bewegen. Irgendwie sind da lauter Fehler drin und ich weiß nicht, verlese ich mich, oder? Mit M und N und hier fehlen Wörter. Und wenn Staravia nicht von ihresgleichen umgeben sind, kann man sie an ihren lauten Rufen erkennen. Vielleicht finden sie Trost und Sicherheit, wenn sie zusammen sind. Ich kann das verstehen. Kann es sich weiterentwickeln? Welche Veränderungen könnte das mit sich bringen? Umwerfend, was für ein beeindruckender Körperbau. Die Muskulatur dieses Pokémon, Staraptor, richtig, deutet auf große Stärke hin. Es scheint mehr als fähig zu sein, seine Beute wegzutragen. Und im Gegensatz zu Staralili und Staravir scheint es nicht in Schwärmen zu reisen. Faszinierend. Die Pokémon dieser Welt haben so faszinierende soziale Strukturen. Manche fühlen sich mit anderen wohler, andere sind allein zufrieden. Sie sind in dieser Hinsicht wie Menschen, meinst du nicht? Mit jeder Untersuchung, die wir durchführen, wird mein Verständnis für deine Welt weiter erhellt. Vielen Dank für deine Unterstützung, Pokémon-Trainer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.